JP Morgan is right now the biggest bank in the United States, probably the history of the United States. JP Morgan. JP Morgan. JP Morgan. It's the largest bank in America, more than $2 trillion in assets. Frage: Wer ist mächtiger als die größte Wirtschaftsmacht der Welt? Die Antwort ist nicht sehr kompliziert. Es ist ihr Banker. Altmodischerweise sagt man manchmal, dass sich hinter jedem großen Mann, jedem Konzernleiter, jedem gewählten Politiker oder jedem großen Kriegsstrategen eine Frau verbirgt. Das stimmt vielleicht, aber vor allem ist es ein Banker. Mit 37,7 Milliarden Dollar geschätztem Gewinn für das Geschäftsjahr 2022 und 293.000 Angestellten, die sich um über 90 Millionen Kunden kümmern, ist JP Morgan Chase die Bank Nummer 1 im Herzen der Amerikaner und das viertwichtigste Unternehmen der Welt laut der Forbes-Rangliste. Sie ist die Bank der Rekorde und die direkte Nachfolgerin eines der ältesten amerikanischen Finanzinstitute, JP Morgan & Co. In 1978 geboren, trägt sie von Anfang an den Namen ihres Gründers, den sie nach und nach zu einer Legende gemacht hat. John Pierpont Morgan ist einer der Männer, die sich dafür entschieden haben, in die Zukunft ihres Landes zu investieren und das moderne Amerika mit aufzubauen. Rockefeller wählte das Öl, Carnegie den Stahl, Ford das Automobil und Johns Ding, naja, das war das Geld. Man sagt von ihm, dass er das moderne Finanzwesen erfunden und alle Regeln aufgestellt hat, die für Fusionen und Übernahmen gelten. Aber er ist vor allem dafür berühmt, dass er eine riesige Finanzmaschine hinterlassen hat, die auf 5 Kontinenten von Los Angeles bis Singapur verteilt ist. Die kleine Bank, die Julius Morgan seinem Sohn hinterlassen hat, hat sich über die Jahre stark verändert. Sie hat ihre Größe, ihr Geschäft, ihre Haltung und sogar ihren Besitzer gewechselt. Aber sie steht immer noch unter dem Einfluss der reichen Pioniere, die sie vor über 250 Jahren gegründet haben. Im heutigen Finanzbrunch-Video tauchen wir in die Entstehungsgeschichte dieser großen Bank ein. Wir schauen uns aber ebenfalls an, wie es nach diesem ganzen Credit Suisse und Co. Debakel um die JP Morgan Aktie heute steht. Also schnappt euch einen Kaffee, macht's euch gemütlich und los geht's! Heute beginnen wir mal mit dem Ende vom Anfang. Der Geschäftsmann John Pierpont Morgan starb vor 110 Jahren am 31. März 1913 im Schlaf, während er durch Europa reiste. Die Nachricht verbreitete sich schnell, das Ereignis war so bedeutend, dass der Börsenhandel an der Wall Street für mehr als 2 Stunden unterbrochen wurde und die Flaggen an den Fassaden der New Yorker Behörden auf Halbmast gesetzt wurden. John wurde 75 Jahre alt und einer der Männer, die das moderne Amerika mit aufgebaut haben. Er hinterließ ein Vermögen von 68 Millionen Dollar, die Hälfte davon in Aktien, welches aber aus heutiger Sicht 25 Milliarden Dollar wert wäre. Aber auch eine Kunstsammlung im Wert von 50 Millionen und ein riesiges Bankenimperium, das die Entwicklung des Landes über 40 Jahre lang finanziert hat. John hätte eigentlich schon 11 Monate früher gehen müssen, denn als Hauptfinanzier des amerikanischen Schifffahrtskonglomerats war er auf der Jungfernfahrt der Titanic am 12. April eingeladen worden. Doch seine Luxussuite wurde auf dem berühmtesten Passagierschiff der Welt an einen anderen Vermögenkunden weitergegeben, da John es vorzog, in Aix-les-Bains in Frankreich zu bleiben und die Zeit mit seiner Geliebten zu verbringen. Er hatte seine Prioritäten und das hat ihm an diesem Tag das Leben gerettet. Im Gegensatz zu anderen großen Selfmade-Milliardären wie Rockefeller oder Elon Musk ist John nicht aus dem Nichts reich geworden. Er hat das Familienvermögen geerbt, als er 1837 auf die Welt kam und sein Vater Junior Spencer Morgan bereits ein einflussreicher Banker war. Er hat das Geld des Clans vermehrt und hat zum Beispiel während des Bürgerkriegs dank Insider-Informationen ein kleines Vermögen an der Börse verdient. Dann erfand er auch zum Beispiel die Kreislaufwirtschaft, indem er einen Betrug entwickelte, bei dem er gebrauchte Waffen wieder aufbereitete und dann an das Unionsheer im Sezessionskrieg weiterverkaufte. John übernahm dann 1871 die Junior Spencer Morgan & Co., welche kurzzeitig mal in die Drexel Morgan & Co. umbenannt wurde, um dann 1895 ihren finalen Namen JP Morgan anzunehmen. John verbrachte den ganzen Tag damit, in Schwierigkeit geratene Unternehmen aufzukaufen, um sie zu sanieren und teurer weiterzuverkaufen. In 1885 hatte er dann einen Geistesblitz, als er 2 defizitäre Eisenbahngesellschaften fusionierte, um sie von der gegenseitigen Konkurrenz zu befreien. Er stellte fest, dass diese neue Gesellschaft schnell große Gewinne machte. Durch dieses Geschäft, welches die Firma in eine marktbeherrschende Stellung brachte, verliebte er sich dann quasi darin, ein Monopol zu besitzen. Durch diesen Gedanken und seine Einstellung dazu wurde er dann jahrelang auf den Monopoly-Schein dargestellt. Ja genau, dieses kleine Monopoly-Maskottchen, was jeder von euch kennt, basiert auf JP Morgan.
Seine Investmentbank unterstützte massiv die Eisenbahn und finanzierte den Bau dieser. Um sich zu vergewissern, dass der Stahl rechtzeitig ankam, verhandelte er mit dem Tycoon Andrew Carnegie in Person. Er kaufte ihm die Anteile seines Stahlimperiums ab und gründet, was lange Zeit das größte Unternehmen der Welt bleiben sollte, die US Steel. Deren Bewertung allein übersteigte die 1 Milliarde Dollar. John allein wird den Bau eines Viertels der Bahnstrecken der USA finanzieren. Doch er investiert auch in Elektrizität und finanziert die Arbeiten von Edison und Tesla. Im selben Jahr besitzt er dann 5000 Kilometer Eisenbahnschienen, Kraftwerke und die größten Stahlwerke des Landes. Als er Bernard Baker trifft, den Chef von der Atlantic Transport Line, auf dem Deck des Schiffes, das ihn zurück nach New York bringen sollte, ist John einer der einflussreichsten und reichsten Männer Amerikas. Zu dieser Zeit war die Schifffahrtsindustrie in den USA in vollem Gange und wurde von einem Dutzend kleiner transatlantischer Reedereien dominiert. John fing also an, von einem großen amerikanischen, marktdominierenden Unternehmen zu träumen. 1902 finanzierte er also den International Mercantile Marine Trust, die die wichtigsten transatlantischen Gesellschaften der damaligen Zeit vereint und die englische Konkurrenz in nur wenigen Wochen vernichtet. Unter diesen Firmen ist die Baker Company und die berühmte White Star Line, der die preisträchtige Titanic gehörte. Nach John Pierponts Tod ein paar Monate später, nachdem die Titanic gesunken war, übernahm dann sein Sohn Jack das Imperium seines Vaters. Die Welt veränderte sich weiter und nachdem die Familie Morgan die Entwicklung der USA finanziert hatte, wendet sie sich nun einem neuen Feld zu und finanziert Kriege. So wird Russland unter Nikolaus II einen Kredit in Höhe von 12 Millionen US-Dollar gewährt, Frankreich einen Kredit in Höhe von 50 Millionen US-Dollar und der französisch-britannischen Allianz 500 Millionen US-Dollar während des Ersten Weltkriegs. So finanziert nach der Entwicklung Amerikas JP Morgan nun auch den Rest der Welt und wird zum Partner der Staaten. 1933 ist das Jahr des Banking Acts in den Vereinigten Staaten, welcher es verbietet, die Tätigkeit einer Investmentbank und Geschäftsbank zu kumulieren, sodass JP Morgan in die Geschäftsbank JP Morgan Co. und in die Investmentbank Morgan Stanley aufgeteilt wird. Nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Aufstieg des Dollars verwandelte sich die Bank in das, was man heute als Billion Bank bezeichnet, einer dieser Großbanken, der man es erlaubt, in ihren Tresoren das Gold der ganz Großen aufzubewahren und die eine direkte Telefonleitung zu den Zentralbanken und den großen Investmentfonds hat. In den Tresoren von London, New York oder Zürich lagern dann Dutzende Milliarden Dollar in Gold, Silber und in anderen Edelmetallen unter strenger Aufsicht. Im Jahr 2000 fusioniert dann die JP Morgan Co. Bank, die bereits zur größten Privatkundenbank in den USA geworden ist, mit der größten Geschäftsbank des Landes, die aus der Chemieindustrie hervorgegangene Chase Manhattan Bank, die damals von einem anderen berühmten Namen geleitet wurde, einem Rockefeller. Somit deckt nun die neu entstandene JP Morgan Chase & Co. das gesamte Spektrum der Finanzdienstleistungen ab. Im Jahr 2002 wurde sie von einem Gericht zu einer der Verantwortlichen für die Dotcom-Blase erklärt und musste eine Geldstrafe von 1,4 Milliarden Dollar zahlen. Ihr und andere Banken wurde vorgeworfen, falsche Finanzanalysen publiziert zu haben, um Kurse zu manipulieren. Sprich, die Kauf- und Verkaufsziele, die jeder von euch kennt, wurden zum Beispiel nicht unbedingt sehr objektiv und realitätsgetreu festgelegt, sondern vielmehr aufgrund von Interessenskonflikten veröffentlicht. Das Image der Großbank hat durch diesen Skandal jedoch kaum gelitten. Und sobald sich der Sturm gelegt hatte und die Technologiewerte wieder etwas an Fahrt gewinnen konnten, kaufte JP Morgan Chase die Bank One aus Chicago und setzt ihren Expansions- und Wachstumskurs fort. Der damalige CEO der Bank One, ein gewisser James Dimon, brauchte nach der Akquisition nicht lange, um auch CEO von JP Morgan Chase zu werden. Wenn man sich jetzt mal den Kursverlauf der Aktie der letzten 20 Jahre anschaut, sieht man, dass mit einer Durchschnittsjahresrendite von ca. 15% der Jamie wohl keinen allzu schlechten Job gemacht hat, sodass es nicht verwundert, dass er bis heute immer noch CEO der JP Morgan Chase Bank ist. In der Finanzkrise von 2008 verlierte die Aktie zwar zwischenzeitlich mal 45%, aber der Kurs erholte sich dann auch wieder genauso schnell. James Dimon erlaubte sich dann sogar, seine Bank als Stütze des Staates und des gesamten Finanzsystems zu positionieren. Er ist es, der die Ruinen der Bank Bear Stearns aufkaufte. Wenn wir dann zum Beispiel jetzt aber auch auf die letzten Jahre schauen, also zum Beispiel auf die Corona-Krise, im Jahr 2020 sehen wir, dass JP Morgan Chase sogar in diesem Katastrophenjahr einen Gewinn von 23 Milliarden Dollar verbuchen konnte. Ein Jahr später konnte dieser Gewinn dann sogar fast verdoppelt werden. In 2022 wurde dann ein Umsatz von knapp 120 Milliarden Dollar erzeugt und ein Gewinn von 34 Milliarden Dollar. Dieser kleine Rückgang des Gewinns von 42 in 21 auf 34 Milliarden in 22
kann in Teilen darauf zurückgeführt werden, dass Jamie durch die steigenden Zinsen und die etwas unstabile Lage der Banken in letzter Zeit und auch der ganzen Klienten der Banken bereits größere Reserven gebildet hat, um für eine kurzfristige Krise gewappnet zu sein. Angesichts der weltweiten Energiekrise und der möglichen Rezession zieht er es vor, die Konkurse seiner ganzen Kunden bereits jetzt einzuplanen. Er glaubt, dass die US-Wirtschaft nicht in Gefahr ist, solange die Beschäftigung gut läuft und die Menschen Geld ausgeben und so die Konjunktur ankurbeln. Aber die Inflation ist immer noch sehr hoch. James Dimon rechnet für 2023 damit, dass die Rezession in den entwickelten Volkswirtschaften mild ausfällt, die Inflation etwas runterkommt und die Leitzinsen bis auf ca. 5% angehoben werden. Außerdem ein Europa, welches sich gut in der Energiekrise behauptet, das Ende der Anti-Covid-Maßnahmen in China, die einen Teil der Lieferkettenspannung beseitigen dürften, und er rät, sich für Green-Tech-Aktien und Schwellenländer-Aktien zu interessieren. Schauen wir uns jetzt aber mal aus Investorsicht die Aktie von JP Morgan zum aktuellen Zeitpunkt an. Die Aktie notiert bei ungefähr $130 und das Unternehmen hat somit eine Marktkapitalisierung von ca. 380 Milliarden Dollar. In Relation zum Gewinn und zum historischen Durchschnitt haben wir aktuell also ein eher günstiges KGV von ca. 11 oder beziehungsweise vielleicht sogar knapp unter 11. Wie jeder weiß, sind jedoch Bilanzen von Banken höchst intransparent und extrem schwierig zu analysieren. Ja, also ich persönlich traue es mir nicht zu, da den kompletten Durchblick zu haben. Ich habe jedoch trotzdem hier ein paar interessante aktuelle Zahlen für euch, die es uns dann erleichtern, die aktuelle Situation der Bank zu bewerten. Eines der Hauptprobleme in der aktuellen Bankenkrise, sprich Silicon Valley Bank etc., war ja bzw. ist immer noch die Liquidität. Durch die stark angehobenen Zinsen haben natürlich die ganzen Anleihen, die noch im Niedrigzinsumfeld von den ganzen Banken und auch anderen Marktakteuren gekauft wurden, stark an Wert verloren. Ja, sprich, wenn man sich jetzt mal die Anleihen allgemein anschaut, sind diese in den letzten Monaten stark im Kurs gesunken. Die ganzen Banken können jedoch in ihren Bilanzen die Nominalwerte der ganzen Anleihen so stehen lassen. Ja? Sprich, die haben zum Beispiel eine 10-jährige Anleihe, die bei Auszahlung dann $100 pro Stück wert ist, in ihrer Bilanz immer noch mit $100 bewertet. Aber eigentlich, ja, weil der Markt ja so gesunken ist, ist die Anleihe, wenn man sie heute am Markt verkaufen würde, nur noch $70 wert. Aber genau das wird eben nicht von den Banken bereinigt, weil sie es eben aus regulatorischer Sicht auch nicht müssen. Ja? Aber wenn ich zum Beispiel jemanden frage, hey, wie sieht es mit deiner Liquidität aus, dann interessiert es mich ja nicht, zu welchem Kurs die ganzen Aktien gekauft wurden, sondern was die Aktien eigentlich heute wert sind. Ja? Naja, so ähnlich läuft es eigentlich bei den Banken auch. Ja? Und jetzt zeigt uns eben diese Grafik hier, wenn man diese ganzen Anleihenverluste mal bereinigt, wie sich dann das Kapital der Banken verändert. Daneben sieht man auch, was die Banken laut den Regularien eigentlich an Liquidität haben sollten. So sieht man zum Beispiel, dass JP Morgan unter der geforderten Schwelle liegt. Ja? Wir sehen 11,5%, gefordert sind eigentlich 12,5%. Es sieht zwar immer noch besser aus als bei vielen anderen Banken, ja? So zum Beispiel Bank of America 5,9%, obwohl es 10,4% sein sollten. Und gut, man kann es natürlich nicht mit den Investmentbanken vergleichen, Morgan Stanley, Goldman Sachs und so, weil das sind ja eigentlich nochmal ganz andere Banken. Also wir reden dann von Geschäftsbanken hier mit JP Morgan Chase und nicht von Investmentbanken. Diese Risiken kann man dann aber natürlich direkt ins Verhältnis zu den aktuellen Kursen der Bankaktien setzen. Wir sehen eben zum Beispiel, dass die Bank of America hier den größten Verlust mit minus 32,3% hinnehmen musste. Aber wie wir gesehen haben, ist das nicht ganz unberechtigt. Wir können hier auch in dieser Grafik die Dividendenrendite ablesen. Wir sehen, bei JP Morgan sind es 3,1%. Dabei sei gesagt, dass die Ausschüttungsquote bei knapp über 30% liegt, ja, sprich gemessen zum Gewinn ist eigentlich ausreichend Cash vorhanden. Die Dividende wurde mal, glaube ich, in der Krise gesenkt, aber ansonsten sollte diese relativ sicher sein. Zudem wurde sie in den letzten 15 Jahren im Durchschnitt pro Jahr um 13,5% erhöht. Die Aktie ist aus meiner Sicht weder die teuerste noch die günstigste, aber das kommt daher, dass auch das Risiko kleiner vielleicht als bei anderen Banken ist. Das ist natürlich jetzt keine Anlageberatung, aber wenn es so allgemeine Schwächen in einer Branche gibt, kann man natürlich immer darüber nachdenken, die Qualitätsperlen, sage ich jetzt mal, rauszupicken. Ich blende euch auch hier mal meine persönliche Renditeerwartung in Abhängigkeit vom Einstiegskurs ein. Wenn man sich außerdem die allgemeinen Analystenkursziele so anschaut, dann raten scheinbar die meisten eher zum Kauf, ja, und geben der Aktie ein Kursziel von durchschnittlich $157.
Um also das Ganze mal zusammenzufassen, kann man sagen, dass JP Morgan Chase & Co. aus heutiger Sicht für eine Bankaktie eigentlich ganz gut dasteht. Allerdings könnt ihr euch vorstellen, dass es ein langer und nicht immer sehr gerader Weg war, um dorthin zu gelangen. Die Bank hatte alle Krisen der 2000er Jahre nur deshalb so gut überstanden, weil sie sie zum Teil auch selber verursacht hat. Schon seit dem 19. und frühen 20. Jahrhundert hat ja der Gründer schon ein enormes Interesse an Monopolsituationen entwickelt. Dieses Interesse zwang dann sogar die Regierung dazu, Gesetze speziell für Männer wie ihn zu schaffen. Wir haben vorhin auch gesehen, dass seine Bank der Kursmanipulation auf den Technologiemärkten kurz vor dem Platzen der Dotcom-Blase für schuldig befunden wurde. Aber das war noch lange nicht der einzige Vorwurf, den man hier machen kann. Und ich persönlich glaube, es könnten auch viele weitere noch folgen. In der Vergangenheit verkaufte sie jetzt zum Beispiel genauso wie andere Banken kurz vor 2008 in ganz großem Stil Finanzprodukte an ihre Kunden, die zum Teil nur aus Schrott bestanden und auf das Risiko wurde auch nicht wirklich hingewiesen. Naja, die Folgen dieser Subprime-Krise dürften den meisten bekannt sein. Auch für dieses Vergehen musste die Bank dann eine Geldstrafe von 13 Milliarden Dollar zahlen. Allgemein scheint es so zu sein, dass es JP Morgan sehr gefällt, Falschinformationen für ihre Zwecke zu benutzen, sodass auch in den weiteren Jahren zahlreiche Skandale und Geldstrafe folgten. Die Händler von JP Morgan Chase wendeten neben diesen falschen Gerüchten und gefälschten Ratschlägen und Informationen auch die sogenannte Spoofing-Methode an, um den Markt zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Es geht darum, den Markt mit Kauf- oder Verkaufsaufträgen so zu überschwemmen, damit er in die richtige Richtung gelenkt wird, aber diese ganzen Aufträge dann in letzter Sekunde zu stornieren. JP Morgan Chase ist bis heute nicht wirklich gesetzeskonform. Die Buchführung und die Aktenführung sind immer noch lückenhaft und intransparent. Diese ganzen dubiosen Geschäftspraktiken betreffen aber natürlich laut dem Konzern nur die Mitarbeiter und nicht die Bank selbst. Die Konzernleitung hat natürlich diese Praktiken, die sich komischerweise seit 250 Jahren hinziehen, immer stark verurteilt. Nun kommen wir aber zur abschließenden Frage. Ist die Aktie der JP Morgan Chase Bank nun ein Kauf? Naja, diese Frage könnt ihr euch natürlich nur selber beantworten. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Da ist natürlich einiges an Arbeit reingeflossen. Deswegen würde es mich wahnsinnig freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Ich habe vor, auf diesem Kanal circa jeden zweiten Sonntag pünktlich zum Brunch, pünktlich zum Frühstück ein schönes Finanzvideo wie dieses zu veröffentlichen. Deswegen wünsche ich euch allen einen fantastischen Sonntag. Ciao, macht's gut.